Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von der Minecraft Hardcore Season. Und ihr seht schon, es hat sich ein bisschen was verändert. Ich habe jetzt ein Texture Pack mit eingefügt. Klar, das Texture Pack ist nicht 100% perfekt. Hier sind noch ein paar. Hier sieht man, dass man, naja, sieht schon etwas anders da aus, aber man sieht halt auch schon hier ein paar Dinge anders da sind, als sie so, beziehungsweise noch so standardmäßig sind. Bis auf das Gras und die Holz und so weiter. Das ist halt so ein kleines Texture Pack, wie ich meines gefunden habe, das wirklich passt. Normalerweise nehme ich immer Misas Realistic Pack, aber davon gibt es zurzeit. Ich weiß gar nicht, ich habe bis jetzt noch nicht nachgeguckt. Aber ich glaube, bis jetzt gibt es auch gar kein Texture Pack dazu. Also kein ordentliches, das die 1.12 unterstützt. Deswegen werden wir erstmal auf diesen Minecraft-Texturen spielen. Ich hoffe, es sieht nicht zu bescheuert aus. Na gut, das Glas sieht mal ordentlich aus. Aber ich wette, es gibt noch mal Änderungen daran. So, was wollten wir jetzt eigentlich machen das letzte Mal? Wir haben eine Menge Cobblestone gefarmt. Eisen haben wir auch gehabt. Wir haben gewartet, bis das Eisen fertig war. Und dann habe ich, glaube ich, aufgehört. Ich habe das ganze Zeug hier weg. Bogen nehme ich mal mit, die Pfeile lasse ich auch mal hier drinne. Essen kann ich immer gebrauchen. Steinschwert behalte ich mal mit drinne. Die Steinhacke lasse ich mal da. Granit und Jungle Boot lasse ich auch mal hier. Boah, sieht doch schon mal angenehm aus. So, gehen wir mal runter, bauen wir mal erstmal ein bisschen weiter. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Also, ihr seht schon, es sieht auf jeden Fall besser als das vorher. So sieht es auch die Kohle aus. So sieht das Eisen aus, glaube ich. Aber sobald Misas wieder drin ist, also sobald Misas Realistic Pack wieder drin ist, werde ich auch Misas reinpacken. Aber solange müssen wir erstmal mit dem hier rauskommen, beziehungsweise bin ich ein besseres gefunden habe als Misas. So, was habe ich das jetzt mal gemacht? Ich habe hier nur daran gearbeitet, dass nur hier die Farmer gemacht hier ein bisschen. Chris ist auch in der letzten Folge gestorben, das heißt, wir sind jetzt auf uns gestellt. Wir können aber seine Häusigkeiten benutzen und so weiter. Seine Items mit benutzen, falls auch welche übrig sind. Nicht zu vergessen, er hat natürlich die Karotten im Inventar gehabt, die sind jetzt natürlich auch weg. Also wir müssen uns noch neue Karotten besorgen und. Aber ich muss die Farm auch nicht allzu groß machen, auch deswegen, obwohl, wäre eigentlich eine gute Idee, oder? Wenn die mehr essen, desto besser. Ja, okay, da ist wirklich Eisenerz. Ich kann was essen hier. Wie gesagt, das passiert jetzt alles nur darauf, wie lange wir wirklich überleben. Ja, guck mal, die Lebensbalken hätten sie auch so machen können. Statt dieses Herzform hätten sie auch diese rote Balken machen können. Ah, in dem Texture Pack muss man noch ein bisschen arbeiten. Also ich muss auf jeden Fall die Farben nicht mal allzu groß machen. Ich weiß, das muss. Aber ich schätze, es wäre doch immer noch besser als die Farm ein bisschen größer zu machen. Klar, erstens ist die Nahrung. Versorgung ist wichtig. Da komm ich gerade auf ein. Was würdet ihr für mich für ein Texture Pack vorschlagen? Wie gesagt, ich hatte vorhin Misas drin. Und ja, jetzt benutze ich erstmal das hier als Übergang. Bis Misas auf 1.12 geupdatet habe. Vielleicht wisst ihr auch was darüber, vielleicht benutzt auch einer von euch Misas da draußen und könnt ihr was dazu erzählen, ob Misas mittlerweile vielleicht doch schon eins hat oder nicht. Also es liegt ganz bei euch. Und auch als Info für diejenigen, die auch meine Star Wars Battlefront, also meinen und Niklas das Star Wars Battlefront Folgen angucken. Ihr habt ja gemerkt, in letzter Zeit kommt gerade keine. Das liegt daran, da erst bald Star Wars Battlefront 2 rauskommt,
Da werde ich euch ein bisschen schon mal vorwarnen. Niklas und ich werden dann einen Star Wars Battlefront 1 Abschlussstream machen. Beziehungsweise er wird streamen, ich werde dann nebenbei aufnehmen. Das werden wir dann, je nachdem, dann hochladen. Jetzt also, ihr seht den Stream einmal aus, seht es einmal im Stream aus seiner Sicht und dann einmal noch aus meiner Sicht im Spiel. Da wir dann so schnell wie möglich uns Star Wars Battlefront 2 holen wollen, muss dann auch so schnell wie möglich anfangen wollen zu spielen. Niklas und, also ich muss ehrlich sagen, Niklas und ich sind beide schon sehr gehypt darauf. Wir freuen uns schon richtig drauf. Das war, was hätte ich mir auch nochmal die Frage stellen hier, was? Ihr könnt ja einfach in den Kommentaren antworten. Was ihr so für Erwartungen an Star Wars Battlefront 2, weil, boah, klar, ich durfte die Closed Beta, die Closed Alpha spielen. Ich weiß nicht, ob ihr, ob es da draußen auch wirklich Star Wars Battlefront Fans gibt. Ich weiß nicht, oder allgemein Star Wars Fans. Wahrscheinlich einige mehr, einige weniger. Ist immer so der Grundriss von dem Ganzen. Boah, also, mich würde das mal interessieren, wer von euch da draußen alles so schon mal darauf gehypt ist, Star Wars zu spielen, also neue Star Wars. Das habe ich noch nicht. Eine Hose und Brustschutz habe ich noch nicht. Ich muss mich ja hier, ich darf ja nicht, trotz allem, dass die anderen beiden nicht mehr dabei sind, da ich mich ja nicht auf den Hosenboden setzen und Däumchen drehen, muss weitermachen. Solange ich eben halt kann. Und solange ich eben halt überlebe. Abkommen, das ist eben halt noch immer kein Zuckerschlecken. Jetzt muss ich so lange weiterarbeiten, bis ich sterbe oder bis ich eben das Spiel eben so, oder beziehungsweise bis ich eben jetzt sage ich denn das jetzt, bis ich halt alles gemacht habe, was man in Minecraft nur so machen kann. Aber ich finde, die Farm ist auch ein bisschen kurz, ne? Ich, da muss ich noch ein bisschen was machen. Ich sag mal einfach hier so ist die Grenze. Ab hier beginnt dann, wie ich sagen, die Farm. Oh, meine Spitzhacke ist kaputt. Muss mir schon neu machen. Entschuldigung. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überrascht gewesen. Ich habe eher gedacht, dass Niklas derjenige ist, der am längsten von uns überlebt, aber er ist. Am Ende war er derjenige, der direkt verreckt ist. Chris hätte ich eher dann gehofft, dass er länger überlebt, aber das war wohl auch nichts. Ich bin mal echt auf eure Reaktion gespannt, auf wenn die Folge rauskommt. Naja, das sage ich jetzt in der Zukunft, beziehungsweise habe ich jetzt nehme ich jetzt gerade auf. Bevor die Folge überhaupt rauskommt, wo Niklas, wo auch Chris jetzt nicht mehr unter dem Minecraft leben im Wald. Aber trotzdem bin ich wiederum gespannt, was wie er darauf reagiert. Ein bisschen mehr Eisen, kann man so einen Brustschutz machen. So, das wird doch mal schon mal anfangen. So, was brauchen wir jetzt? Ein Eisenschwert haben wir, eine Eisenspitzhacke haben wir auch. Eine Eisenaxt wäre mal gar nicht so schlecht, oder habe ich die auch schon? Nee. Vielleicht noch eine Eisenaxt.
Dann mache ich noch ein paar Steinspitzhacken. Die sind mir lieber als die Eisenspitzhacke zu verschwenden. Also mal, um es kurz zu machen, erstmal so kurz zu sagen. Mir ist es erstmal wichtig, dass die Nahrung, also die Nahrungsversorgung sicher ist. Also wirklich auch sicher. Also dass sie jetzt nicht zum Beispiel jetzt draußen bei den Monstern steht, sondern wirklich sicher in einem geschlossenen Raum, wo kein Monster hinkommt. Das ist mir jetzt erstmal Nummer 1, was mir sicher ist, wichtig ist. Wahrscheinlich auch alle meine Bauten irgendwie versuchen unterirdisch zu machen, oder gut farmen, wo ich ja trotzdem dann. Wie weit geht es runter? Ja gut. Und dann mal die Farben so hoch, wie ich wie erschlagen von der Axt reicht. Also werde es schon sicher merken, ich bin mehr so der Tunnelgräber statt der Open Air Bauer wie Niklas und Chris. Ich müsste was sagen, es müsste eigentlich noch ein bisschen höher sein. Natürlich nicht nur höher, sondern auch größer. Ich werde auch in der nächsten Zeit mal gucken nach No Copyright Sounds, damit ich auch ein paar Sounds einbringen kann, damit es nicht allzu langweilig wird, wenn ich mal nicht rede, wenn ich mich ein bisschen konzentriere. Aber eins muss ich ehrlich sagen, als ich damals bei, noch damals, das war ja noch damals Triple Conquest, wo ich da angefangen habe, ich noch damals bei Triple Conquest angefangen hatte, mit Let's Plays und so weiter, da muss ich ehrlich sagen, ich hatte Angst. Ja, also ich hatte wirklich Angst, nicht vor dem Let's Play an sich, sondern ich hatte eher Angst vor, wie Leute auf mich reagieren können. Nicht können, sondern würden. Knacken vom Stuhl, muss ich mal. Also, ja, ich hatte wirklich Angst, wie Leute mal auf mich reagieren. Da ich ja so eher so der zurückgehaltene Typ bin, der halt sehr wenig redet, normalerweise. Normalerweise bin ich so der Typ, der nie viel redet, sondern immer erst ganz ruhig bleibt und dann erst Sprüche raushaut, also erst sich alles anhört, also sich erst gar nicht in Gespräche einmischt, bis ich in Gespräche integriert werde. Deswegen bin ich ein bisschen, ich muss ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Angst am Anfang. Also, ja. Aber ich habe ja also mittlerweile gelernt, dass das alles nur Eingewöhnung ist, dass man sich da erst dran gewöhnen muss, wenn man sowas anfängt, Let's Play und so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin heute noch mal nicht dran gewöhnt. Ich bin immer noch nervös, sobald ich mein Aufnahmeprogramm starte, bin ich heute immer noch nervös. Also ich bin immer noch nervös, wenn ich
am Anfang aufzunehmen, zu reden und so weiter, bin ich dann trotz allem noch immer nervös. Deswegen verzeiht mir bitte noch immer, wenn ich noch immer Fehler mache oder wenn meine Videos nicht witzig sind oder wenn es nicht wirklich gut ankommt oder so. Das muss auch echt gerade da langweilig für euch sein. Hier nur zuzugucken, wie ich da die ganze Zeit Löcher in die Decke bohre. Aber bestimmt auch was von der außerhalb der Welt sehen. Das macht dann in der nächsten Folge wahrscheinlich. Das werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge machen, dass ich dann ein bisschen was von der Umgebung noch ein bisschen zeige, wo wir jetzt hier arbeiten. Wo ich für Minecraft hier erstmal nur was aufbauen muss. Basierend auf das, was Chris schon angefangen hat zu bauen bei sich mit den Baumhäusern, basierend auf Niklas eine Werkbank. Ich würde auch ehrlich gesagt Chris seine Baumhäuser fertigstellen, weil das war auf jeden Fall er ist dran gestorben, weil er da von der hohen Höhe runtergefallen ist. Und ich muss ehrlich sagen, es war schon eine gute Idee. Es war schon eine gute Idee, weil er wirklich rein und raus kann, wie er nur will, aus dem Baumhaus. Und das ist das Gute daran. So, dann werde ich schon mal alles vorbereiten für den Boden und die Wände. Kann ich ja schon machen, während ich hier schon am Arbeiten bin. So, Cleanstone für. Ich mache noch ein paar Werkbänke, noch ein paar Öfen mehr. Können die schneller brennen. Nicht schneller brennen, als eine größere Menge brennen. So. Und Tag ist mittlerweile auch. Chris hat ja schon einen guten Ansatz von dem Anfang. Das werde ich gerade quasi praktisch übernehmen. Was ich daraus machen werde, weiß ich noch nicht. Ein bisschen mit unmittelbaren Umgebungen. Ich habe mich bis jetzt noch gar nicht wirklich umgeguckt. Da ist zum Beispiel ein Zombie mit Goldrüstung. So, das ist auch ein Zombie mit Goldrüstung. Muss man ein bisschen um. Hier wirklich ein Dschungel muss herum. Was gut ist, weil wir hier immer wieder vielleicht die Möglichkeit haben, so eine Katze zu holen. Vielleicht gibt es hier irgendwo Ocelots, die wir uns holen können. Was wiederum aber auch schlecht ist. Oh, guck mal hier. Oh, guck mal, hier sind die Melonen. Was für eine Menge von Melonen. Lass mal abbauen. Und was darum schlecht ist, dass die Monster im Dschungel halt überleben können. Wir halt da ein bisschen vorsichtiger sein müssen, wenn wir nachts rausgehen. Beziehungsweise auch wenn wir im Park rausgehen. Jetzt nehme ich mal nicht alle Melonen mit. Könnten wir vielleicht im Notfall hilfreich sein.
Ich merke es wahrscheinlich auch schon, ich bin eher so der Typ, der mehr auf Sicherheit geht. Die anderen beiden gehen ja mehr auf so auf Risiko, hat man auch bemerkt, obwohl Niklas war einfach nur abwesend im Gedanken und ist dann in die Höhle gelaufen, ohne vorher abzuchecken, ob sie sicher ist. Chris ist wirklich so der Risikotyp, der geht immer auf die Vollen, haut immer auf. Er versucht halt immer alles risikoreich zu machen. Dafür sind deine Bauten am Ende auch wirklich gut. Zumindest teils gut. Ich bin ja mehr so der sichere Typ, der lieber sich was baut unter der Erde oder in der Höhle erstmal was vorbaut, damit es dort sicher ist. Alles schon mal gesichert ist und ich dann einen Rückzugspunkt habe. Bis ich mir dann ein Haus bauen, kompletten Haus bauen kann. Und jetzt sind, glaube ich, sogar. Ist hier nicht sogar so ein Halbsumpfbiom? Tatsache, es ist ein Sumpfbiom, kleines. Heißt, wir können ja auch Slimes nachts jagen. Ja, das ist schon mal gut. Wir haben quasi alle Biome. Wir haben quasi alle Hauptbiome um uns herum. Das ist ja unglaublich. Sümpfe auf der einen Seite und ein Tropenholz. Also ein Dschungelbiom auf der anderen Seite ist doch was.